Das iPhone. Das Auto. Das Licht. Albert Einstein, Steve Jobs, Johannes Gutenberg. Künstliche Intelligenz, Blockchain, autonomes Fahren. Das waren Begriffe, die so in meinem Freundes- und Familienkreis aufploppten und hochploppten, als ich nach dem Begriff Innovation gefragt habe. Was ist für euch eine Innovation? Und ich frage Sie, was ist für Sie als erstes, was kommt für Sie als erstes in den Sinn, wenn Sie an Innovation denken? Ein Produkt, eine Technologie oder eine Persönlichkeit? Innovation war und ist einer der Haupttreiber für Erfolg. Innovationen brauchen Mut und sehr schön, Innovation ist, wenn man trotzdem weitermacht. In Hamburg gab und gibt es schon sehr lange und immer wieder innovative und zukunftsprägende Technologien und Geschäftskonzepte. Was aber fehlte, war ein gemeinsames großes Event von Wirtschaft, von Wissenschaft und Politik. Es brauchte eine Plattform, um zum einen über Innovationen zu diskutieren und sie zu präsentieren, aber auch eine Plattform, um mal zu schauen, wie kann man denn diesen Innovationsstandort Hamburg weiterentwickeln. Genau deshalb sind wir hier und ich sage herzlich willkommen zum inzwischen vierten Hamburg Innovation Summit. Und man sieht, genau. Man sieht anhand der Besucherzahlen, er erfreut sich steigender Beliebtheit. Und ich freue mich sehr, Sie heute durch diesen Tag geleiten zu dürfen. Vielleicht kurz zu meiner Person. Ich bin Corinna Lampadius, dem einen oder anderen vielleicht bekannt aus einem Spiegel-TV-Format. Ansonsten auch sehr gerne als Kommunikations- und Rhetoriktrainerin unterwegs. Wir öffnen heute, das stand im Programmheft und der Satz gefiel mir ausgesprochen gut, wir öffnen heute ein Fenster in die Zukunft. Und wie machen wir das? Wie sieht unser Tag heute aus? Wir haben heute Morgen erstmal den Conference-Teil. Wir gucken uns drei Panels an, Future City, New Work und Deep Tech. Und anschließend sind Sie in den Workshops gefragt. Vielleicht, wenn Sie auch mal kurz Ihre Köpfe nach oben machen. Auf dieser Seite dort oben, auf der Empore, finden nachher die Workshops statt. Und Sie haben natürlich auch, ich weiß nicht, ob der eine oder andere von Ihnen schon hinten war, dort hinten die Möglichkeit, auf der Expo sich das eine oder andere auch anzuschauen. Und ich sehe gerade unseren wunderbaren Bürgermeister. Herzlich willkommen, Herr Dr. Tschentscher, schön, dass Sie auch sind. Sie haben sich auch schon gerade, habe ich gehört, noch mal einen Blick über die Expo gegönnt. Bevor wir gleich loslegen, möchten wir gerne noch mal Danke sagen. Dass so etwas überhaupt möglich ist, bedarf viel, viel Unterstützung. Und das hier im Hintergrund, das sind unsere Möglichmacher. Also auch vielleicht an dieser Stelle noch mal einen tosenden Applaus und ein Dankeschön für alle, die sich hier so für diesen Hamburg Innovation Summit eingesetzt haben. Damit zu einem Mann, der seine ersten, und das hat mich begeistert, innovativen beruflichen Schritte in der Medizin gemacht hat, was viele vielleicht gar nicht wissen. Dr. Tschentscher ist von Hause aus klinischer Chemiker und Facharzt für Laboratoriumsmedizin. Also ich denke, alleine das spricht dafür, dass man interdisziplinär unterwegs ist und sich auch innovativ mit verschiedensten Themen auseinandersetzt. Nach seiner Habilitation hat er zunächst am UKE gearbeitet, dann ging es rüber in die Politik, Mitglied der Bürgerschaft, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion, Finanzsenator und seit 2018 Hamburgs erster Bürgermeister. Und ich freue mich sehr, wenn Sie jetzt auch mit uns einen innovativen Blick werfen über den Tellerrand hinaus und natürlich auch auf Hamburg. Und ich darf Sie sehr gerne einmal nach oben bitten. Dr. Peter Tschentscher. Seid nochmal guten Morgen. Sie dürfen gleich. Ja, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, vielleicht darf ich eröffnen oder herzlich willkommen sagen zu diesem vierten Hamburg Innovation Summit. Herzlichen Dank an die, die das organisiert haben, denn es sind ja sehr viele, die der Idee gefolgt sind, dass man nicht nur irgendwie Gründungen und Start-ups geschehen lässt, sondern dass wir uns als Stadt, als Standort sagen, das ist etwas, was wir ganz besonders benötigen und was wir deswegen auch unterstützen müssen. Start-ups sind ja im Grunde etwas Uraltes. Also wenn man mal die großen Namen der Hamburger Unternehmen sich anguckt, ob das Beiersdorf, ob das Jungheinrich oder die Otto Group ist,
Das sind ja alles große, mittlerweile weltweit agierende Konzerne, die alle irgendwie mit einer cleveren Geschäftsidee quasi im Hinterhof in der Garage begonnen haben und dann sich sozusagen durch Geschäftssinn, durch Weiterentwicklung, durch Anpassung an die Markttrends zu diesen besonders großen und bekannten Namen entwickelt haben. Aber viele Start-ups werden auch erfolgreich im mittelständischen Bereich und nicht alles wird gleich zur Aktiengesellschaft. Aber die Idee, aus einer klugen ersten Geschäftsidee dann wirklich ein funktionierendes Unternehmen zu machen, die ist dann erfolgreich, wenn die Dinge gut zusammenkommen. Man braucht ja eben dann nicht nur die technischen Einfälle, die man für das Geschäftsmodell braucht, sondern plötzlich muss man eben auch alle rechtlichen, alle betriebswirtschaftlichen, alle anderen Fragen zusammenbringen. Und deswegen braucht man in einer Stadt wie Hamburg, die von ihrer starken Wirtschaft seit Jahrhunderten lebt und den Wohlstand daraus zieht, brauchen wir ein Milieu, in dem jungen Start-ups, jungen Gründern die Unterstützung gegeben wird, die sie benötigen. Dafür tut die Stadt einiges. Wir haben eine Innovations- und Förderbank gegründet oder weiterentwickelt aus einem Institut, das sich ursprünglich in Anführungsstrichen nur um den Wohnungsbau gekümmert hat. Wir haben andere Akteure, die Hochschulen, wir haben die Kammern, die sich der Gründungspolitik sozusagen widmen, sich daran beteiligen. Und dass das jetzt seit einigen Jahren alles einmal im Jahr in einem Summit sozusagen zusammengeführt wird in Hamburg, ist eine großartige Idee. Ich freue mich, dass die Beteiligung von Jahr zu Jahr größer wird. Habe auf einem kleinen Rundgang hier erlebt und gesehen, wie dynamisch, wie kreativ mit dem Gründungsgedanken hier umgegangen wird. Und deswegen bin ich sehr optimistisch, was die Zukunft der Gründungsszene in Hamburg angeht. Wir sind jetzt schon bezogen auf die Anzahl der Gründungen immer so in Augenhöhe mit Berlin. Aber wir sind natürlich als Wirtschaftsstandort unschlagbar breit und gut aufgestellt. Wir sind ja aus der traditionellen Hafen- und Handelsstadt sozusagen über die Jahrhunderte zu einem Standort geworden, in dem im Grunde alle Branchen vertreten sind. Von der Industrie über Dienstleistung, IT, Kreativwirtschaft, Medien, alles ist präsent. Und deswegen sind wir auch ein gutes Milieu für diejenigen, die sich sozusagen ihre Partner auch suchen wollen, die im Grunde auch Partner brauchen, um ihre Geschäftsidee weiterzuentwickeln. Insofern ein starker Standort seit Jahrhunderten, eine Stadt, die immer dadurch sich behauptet hat, dass sie innovativ war. Wir sind niemals Hauptstadt und Regierungssitz gewesen. Wir sind die größte Stadt Europas, die eben nicht Regierungssitz und Hauptstadt ist. Und das ist nur gelungen, indem der hanseatische Unternehmergeist gepaart war mit Veränderungsbereitschaft, mit dem Wunsch, Innovation zu entwickeln, um die Herausforderungen der Zukunft besser zu bewältigen. Das braucht unsere Stadt und deswegen freue ich mich, dass wir gleich sprechen über Future City, über die Herausforderungen der Metropolen, in der Mobilität, in der Digitalisierung, im demografischen Wandel. Denn das alles ist ja dann auch ein gesellschaftlicher Nutzen des Gründungsgedankens, dass wir bessere Lösungen finden für ein lebenswertes Hamburg und für eine Wirtschaft, die insgesamt dem Wunsch von Menschen, modern, klimaneutral, umweltgerecht, aber eben auch kreativ und demokratisch zu leben, gerecht wird. Insofern vielen Dank für alle, die das hier organisieren. Vielen Dank für diejenigen, die sich einbringen als Aussteller, als Besucher, als Teilnehmer der Workshops, Seminare und das, was sozusagen als Satelliteneffekt hier noch organisiert wird. Und dann bin ich gespannt, wer heute Abend die, ich glaube, drei sind es, Awards gewinnt und damit ein Stück weit auch Ehre und Anerkennung bekommt für ganz besondere Geschäftsideen. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Wir wünschen uns, ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Hamburg Innovation Summit 2019.